Stirnsee auf Action und Abenteuer? Sind Sie es auch leid, ständig von Ghulen aufgefressen zu werden? Das können Sie haben. Ende mit dem Ausgeliefertsein mit Pulp Cthulhu. Herzlich willkommen bei den Pulp-Regeln für Cthulhu. Mit dem Fokus auf Exploration, verrückten Wissenschaftlern und Abenteuern. Wir reden in diesem Video darüber, was die wichtigsten Inhalte von den Pulp-Regeln sind und wie man sie anwendet, um sein normales Call of Cthulhu-Spiel ein bisschen aufzumotzen. Pulp Cthulhu ist als Erweiterung des normalen Call of Cthulhu von Chaosium entwickelt worden und wird in Deutschland von Pegasus verlegt. Was bedeutet genau Pulp? Nun, Pulp ist die Bezeichnung für eine bestimmte Machart von Heftchen aus dem späten 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau genommen waren das bestimmte Abenteuerserien, die einfach nur auf sehr schlechtem Papier gedruckt worden sind. Moderne Adaptionen finden sich zum Beispiel in so Filmen wie Indiana Jones oder der Mumie. Bei Pulp Cthulhu geht die Spielgruppe den Weg ins Abenteuer. Wenn ihr schon Erfahrungen mit den Pulp-Regeln habt, dann schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Charaktererschaffung. Es kommen sogenannte Archetypen hinzu, die nochmal besondere Bonusfähigkeiten für die normalen Fähigkeiten geben. Jeder Archetyp besitzt ein bestimmtes Hauptattribut, welches auch höher gewürfelt werden kann, nämlich als 1W6 plus 13 mal 5. Dadurch ist es theoretisch möglich, dass bestimmte Werte auch über 90 bzw. auf 95% landen können. Die Charaktere erhalten außerdem 100 Bonuspunkte für ihre Fertigkeiten, die dem Archetyp entsprechen. Am ehesten könnte man das Ganze wohl als Klassenfähigkeiten beschreiben. Die Abenteurerin darf sie zum Beispiel auf Autofahren oder Fernkampf anwenden, während der Bon Vivant sie auf Psychologie oder Charme einsetzen kann. Glück, Glück, Glück. Glück bedeutet in Pulp Cthulhu eine bedeutend wichtigere Ressource für die Spielgruppe. Man kann seine Würfelwürfe verbessern, Patzer können mit bestimmten Glückspunkten umgewandelt werden in einen einfachen Fehlschlag. Man kann sogar seinen geistigen Stabilitätsverlust verringern oder sogar halbieren. Gegen 20 Glück kann man 1W6 Trefferpunkte zurückbekommen. Oder man kann sogar dem Tod entrinnen, wenn man all sein Glück auf einmal einsetzt. Ha Mensch, Rupert, wir dachten, wir sehen dich gar nicht wieder. Ja, was soll ich denn sagen? Ich dachte auch um mich wäre es geschehen, als ich aus dem Flugzeug gefallen bin. Aber ein Glück habe ich meinen guten Flachmann dabei. Auch die Regeneration von Glück erfolgt deutlich leichter. Dazu würfelt man auf Glück und wenn man den Wurf nicht besteht, kriegt man 2W10 plus 10 Glückspunkte. Punkte zurück. Wenn man den Wurf schafft, kriegt man immerhin noch 1W10 plus 5 Glückspunkte zurück. Man kann also insgesamt sehr viel besser am Leben bleiben und all das, was einem entgegengeworfen wird, abfedern. Kampf, Wunden und Heilung. Das Konzept der schweren Wunde gibt es in Pulp nicht mehr. Außerdem halten die Charaktere mehr aus, sie haben etwa doppelt so viele Lebenspunkte. Auch sterben die Spielercharaktere nicht, wenn sie auf 0 Lebenspunkte fallen, sondern sie werden nur ohnmächtig. Weiter passiert ihnen nichts Schlimmes, außer sie werden vielleicht von einem Gegner dann noch einmal angegriffen. Erste Hilfe heilt 1W4 Lebenspunkte statt nur einen einzigen Lebenspunkt. Und man kann eigentlich nur sterben, wenn man so viel Schaden erhalten hat, dass man im Negativen im Prinzip seine Lebenspunkte noch einmal überschreitet. Erhält man die Hälfte seiner Lebenspunkte im negativen Sinne unter 0, liegt man nur im Sterben. Außerdem dürfen die Archetypen zwei bestimmte Talente wählen. Hier wären zum Beispiel zu nennen fotografisches Gedächtnis, Schnellfeuer, also eine schnelle Schussfolge ausführen, oder auch Eisenleber, um jemanden unter den Tisch trinken zu können. Cheers! Oder psychische Talente, wie zum Beispiel Hellsicht oder Wahrsagen. Das eine beschreibt mehr einen prophezeienden Blick in die Zukunft, man kann sehen also, was theoretisch passieren könnte. Das andere beschreibt eine Art Instinkt oder Intuition, dass man zum Beispiel weiß, dass in einem bestimmten Raum eine Person umgebracht worden ist. Oder man sieht eine Person an und weiß, diese Person wird noch irgendwann was Schlimmes widerfahren. Die Berufe werden aus dem Grundregelwerk erweitert, es kommen einige dazu. Und wem das alles hier zu viel sein sollte, der kann immer noch mit dem eingebauten Pulpometer in den Regeln ein bisschen herumschrauben. Zum Beispiel sind die Talente oder das viele Leben auch optional und können weggelassen werden. Mythos- und Wahnsinnstalente. Achtung, jetzt wird's richtig abgedreht. Mythosbücher sind erstens leichter verfügbar und können zweitens viel schneller durchgelesen werden. Ja, ich komme gleich, lass mich eben nur schnell das letzte Kapitel vom Necronomicon zu Ende lesen. Die Wahnsinnstalente funktionieren unter der Annahme, dass wenn eine Person mal einen Anfall von Wahnsinn erhält, immer noch trotzdem etwas Gutes daraus ziehen kann. Zum Beispiel sich mit einem Shoggoth unterhalten, weil man auf einmal die Sprache sprechen kann. Das bedeutet wiederum, wenn die Spielleitung die Samthandschuhe auszieht, dass hier mehr stärkere Monster präsentiert werden können, was wiederum zur Folge hat, dass die Gruppe auch häufiger dem Wahnsinn verfallen kann. Das wiederum kann bedeuten, dass die Talente häufiger zum Tragen kommen. Oder eine Spielfigur kann sein Aussehen auf einmal komplett ändern.
oder sie haben ein wahnsinniges Seh- oder Hörvermögen. Pulp, Magie und Wissenschaft. Es gibt hier eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten und technischen Geräten. Zum Beispiel eine Todesstrahlpistole oder einen Jetpack, mit dem man durch die Gegend fliegen kann. Oder auch einen Gehirnbeschleuniger oder einen Geisterdetektor. Und dieses ganze abgedrehte Zeug, was man gegebenenfalls aus vergleichbaren Pulp-Serien kennt. Es gibt sogar die Möglichkeit für so etwas Abgedrehtes wie ein Mobiltelefon. Auch um diese Gegenstände herzustellen, dafür gibt es jetzt Regeln und Vorlagen. Antagonisten, Bösewichte und Gegner. Man hat es jetzt hier als Spielgruppe mit bestimmten Organisationen zu tun, die einem sich entgegenstellen. Hervorheben möchte ich hier zum Beispiel eine Jagdorganisation, die es sich zum Spaß gemacht hat, Mythos-Kreaturen zu jagen. Diese könnten zum Beispiel entweder in einem ungeeigneten Moment auftauchen oder der Heldengruppe auf einmal doch zufällig helfen. Fast alle Bösewichte haben diesmal eine ganze Handvoll von Schergen und haben außerdem die Möglichkeit, selbst Pulp-Talente zu verwenden. Die Bösewichte haben auch Zugang zu Glück und können es ebenso gut einsetzen. Sie können auch Glück verwenden, um zum Beispiel einen ihrer Handlanger dazu zu animieren, sich vor einen tödlichen Schuss zu werfen. Passt auf, Meister. Ihr seht auch an der Menge der hier dargestellten Person, was es für eine breite Masse und eine komische Konstruktion von Personen ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Seuchendoktor neben einem klassischen Bond-Bösewicht und neben einem Hipster mit getrimmtem Bart. Häufig findet sich in den Pulp-Abenteuern der Hinweis, dass man einfach nur die Anzahl der Schergen verdoppeln sollte, um eine angemessene Herausforderung zu schaffen. Da Pulp hauptsächlich in den 30ern angesiedelt ist, wird man es hier und da auch mit Nazis zu tun bekommen, genauso wie bei Indiana Jones. Dazu findet sich im Buch auch ein eigenes Kapitel über die 30er und im Anschluss dazu außerdem noch 4 Pulp-Abenteuer. Man kann aber die Pulp-Abenteuer selbstverständlich auch klassisch in den 20ern stattfinden lassen. Was ist denn jetzt besser, Pulp oder klassisches Call of Cthulhu? Aber sagt ihr mir doch erst einmal, welcher Spielstil euch besser gefällt. Schreibt's mir in die Kommentare. Nun, während in Call of Cthulhu die Spielcharaktere deutlich stärker für die Hinweise arbeiten müssen, fliegen die Hinweise in den Pulp-Abenteuern der Spielgruppe eher zu. Die Hinweise sind hier deswegen etwas leichter verfügbar, um zum nächsten Action-Teil zu gelangen. In Call of Cthulhu geht die Gruppe eher viel vorsichtiger vor. Sie kombinieren, recherchieren. Das heißt aber auch, Pulp ist insgesamt ein etwas schnellerer Spielstil, was ihn aber auch wiederum actionreicher macht. Wie zum Beispiel bei der Mumie ist aber auch der Anteil von Humor deutlich präsenter. Das heißt, die Zyklen von Anspannung und Auflösung wechseln sich sehr viel stärker ab. In Call of Cthulhu geht es hin und wieder natürlich auch um Humor. Er ist aber seltener platziert und tritt, wenn dann, eher in Richtung Galgenhumor auf. Da die Charaktere sehr viel mehr Lebenspunkte haben als in der klassischen Variante von Cthulhu, sind sie auch besser in der Lage, Schadenspunkte zu reduzieren oder geistige Stabilität zu behalten. Kämpfe passieren häufiger, aber das System ist weniger auf taktische Bodenpläne ausgelegt, wie zum Beispiel Dungeons & Dragons. Das heißt, trotz der reichen Action findet sehr viel im Theater of Mind statt. Was ist denn jetzt besser? Pulp oder klassisches Cthulhu? Das lässt sich nur sehr, sehr schwer sagen. Beides verspricht Spannung, aber auf komplett andere Art und Weise. Cthulhu lebt von dem düsteren Horror, von dem Lösen eines Mysteriums und von dem Nervenkitzel, das theoretisch hinter jeder Ecke der Tod lauern könnte. Das bedeutet, einzelne Spielabende, wie zum Beispiel zu Halloween oder auch einzelne Horrorabende, haben hier einen deutlichen Vorteil. Der Nachteil vom klassischen Cthulhu ist aber, dass wenn man doch mal eine Kampagne spielen möchte, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die gleichen Charaktere, mit denen man angefangen hat, nicht das Ende erleben werden, weil sie wahnsinnig geworden sind oder vorher sterben. Mit Pulp Cthulhu kann man deutlich besser durch eine längere Story arbeiten. Es ist das Pendant zu einem Abenteuerfilm mit Horrorelementen wie Die Mumie oder Indiana Jones. Man sollte also Pulp immer in Erwägung ziehen, wenn man eine längere Kampagne wie die zweiköpfige Schlange oder Masken des Nyarlathotep spielen möchte. Beide haben ihre Berechtigung und sind in dem, was sie vorhaben und tun wollen, gut bis sehr gut. Das war's von mir und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.